Deutschland, legendäre Industrienation. Heimat bienenfleißiger Niedriglöhner ohne große Ansprüche. Doch diese Erfolgsgeschichte endet am 1. Januar, denn dann kommt das Bürgergeld. Sekunden später stürmen Deutsche in Massen die Jobcenter, um sich ihre fette Stütze abzuholen. Nur ein, zwei Trottel arbeiten noch weiter und wissen selber nicht warum. Chirurgen lassen mitten in der Herz-OP das Skalpell fallen. Bürgergeld! Ja! Der komplette FC Bayern steht nur noch rum, weil Laufen sich einfach nicht mehr lohnt. Und gierige Harzer behalten bis zu 150.000 Euro Schonvermögen. Robert, das Bürgergeld ist da. Wir müssen nie wieder arbeiten. Das Bürgergeld. Ein Land chillt sich kaputt.